Ja, willkommen zum Garagenvideo Nummer 13. Das ist auch gleichzeitig das erste Garagenvideo von meinem zweiten Account, den ich vor einiger Zeit angelegt habe, weil im ersten Account alle Garagen voll waren. Insofern willkommen zum ersten Garagenvideo in diesem zweiten Account in GTA 5 Online. Und ich habe heute schon fast 100 Fahrzeuge bereit. Wir gehen gleich 9 Garagen durch und die könnt ihr euch dann, die Autos sind dann für euch verfügbar, ab sofort in meinen nächsten GFK2 Friends Streams, solange natürlich der Glitch noch funktioniert. Und viel Spaß dabei. Wie immer, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Und viel Spaß bei dem Video heute. Ich mache es in Englisch und in Deutsch, auch für meine englischsprachigen Abonnenten. Und wie gesagt, die Garagen sind ab sofort verfügbar. Das ist ein Mix aus überwiegend ungeklickten Autos für die Leute, die das interessiert. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ja nicht so viel Wert drauf lege. Aber hier sind sehr viele ungeklickte Autos drin. Einfach nachfragen, wenn euch das am Herzen liegt, ob die geklickt sind oder nicht, wenn ihr dann in einem GFK2 Friends dabei seid. Also viel Spaß nochmal und dann zuschauen. Ja, und welcome to the Grand Garage Tour Number 13. This is my first garage tour in my second account, which I have created a while ago, because all my garages were full in my first account. So this is my first garage video for my second account. So welcome to the Grand Garage Tour Number 13. I have almost 100 cars or vehicles ready for you. They will be available in my next GFK2 Friends streams, as long as the streams the glitch is still available, of course, and not patched. And there will be more cars following in the future, so stay tuned and enjoy this video today. We have about 9 garages I'm gonna show you. If you want to skip to any of the individual garages, just check the timestamps and the names of the garages below in the pinned comment. All you have to do is just click on the corresponding time of the name of the garage, and then you're there right away. You don't have to watch the whole intro and the flying to and from each garage. So enjoy, have fun, and as usual, if you do, leave a like and or subscribe or leave a comment, and enjoy today's video. I'm doing this in German and in English for my German subscribers as well, and have fun. Ja, und nochmal in Deutsch, die Autos, also es kommen noch mehr Autos in Zukunft. Einfach den Kanal weiter verfolgen. Wenn ihr neu seid, abonnieren, Glöckchen drücken, ganz wichtig, dass ihr da Nachrichten bekommt, falls es wieder was Neues gibt. Wie in GFK2 Friends oder zukünftige Garagenvideos, Updates, weil die Garagen sind ja noch nicht alle voll hier. Ich habe zwar schon 10 Garagen voll, aber da gibt es ja noch ein paar, die ich befüllen kann in der Zukunft, wenn ich coole Autos habe. Und wenn ihr bestimmte Garagen euch ansehen wollt, schaut einfach in den gepinnten Kommentar unten in den Kommentaren. Da sind die Timestamps, also die Zeiten sind da in blau angezeigt, und rechts daneben steht immer der Name der Garage. Und wenn ihr da von einer Garage zur anderen springen wollt, schnell einfach mit dem Daumen drauf drücken oder mit dem Finger drauf drücken auf die Zeiten, und dann seid ihr sofort vor dem Garagentor der jeweiligen Garage. Wenn ihr im GFK2 Friends bei mir seid, brauche ich ja wie immer nur den Namen des Autos und den Namen der Garage. Ganz wichtig, also am besten mit dem Namen der Garage anfangen, damit ich die Garage schnell finde im Menü. Und dann das jeweilige Auto, den Namen des jeweiligen Autos. Ich werde recht nicht zügig, aber ja, es wird recht zügig durch die Garagen gehen, damit es nicht zu lange dauert. Und werde dabei auch die schwarzen Beschreibungskisten da anschalten, damit ihr seht, wie die genau heißen. Ich werde es auch nochmal verbal sagen, wie die heißen, die Autos. Und viel Spaß.
So what I was saying was, you know, if you're going to the individual garages and check them out in the description, in the pinned comment, all I need to know in any of the future Give Car to Friends streams is the name of the garage and the name of the vehicle. So that helps me to find and locate these cars quickly and get them to the casino for you to receive for free. So just make sure that you have all the names of the garages and the name of the vehicles. I will not quickly, but I will promptly go through the each garage, and I will also display the black boxes with the names of the vehicles, and will also call out each car by its name, so it's a bit easier for you to find them once you are participating in any of my Give Car to Friends streams. Okay, then let's start right away. This is the Eclipse Tower. In the Eclipse Tower, I believe I have 5 garages. And let's go. Ja, und hier sind wir jetzt am Eclipse Tower. Können wir loslegen. Ich habe, glaube ich, 5 Garagen hier. Und dann legen wir gleich mal los. Die erste Garage für heute ist Eclipse Penthouse Suite 3. First garage for today is Eclipse Penthouse Suite 3. Okay, hier nochmal die Autos alle zusammen. So here are the cars all together, and I'm just gonna walk through each car in this garage. Start here, wir fangen hier an mit dem Benefactor Krieger. Dann geht's weiter mit dem Quarti X80 Proto, Quarti X80 Proto. Dann haben wir hier den Obey BF8F Grafter. Dann haben wir den True Fate Nero Custom. Und den Grotti Furia. Dann haben wir den Karin Evron. Den Hijack Chameleon. Und hier den Benefactor Schladen GT in dieser besonderen Farbe, da komme ich gleich noch zu. So this is one of the special color cars in my collection. I'm gonna say something to that later on, because there's few more cars with that color. Dann haben wir noch den Albany VSTR. Albany VSTR. Und als letztes noch hier den Grotti GT500, Grotti GT500 in that special 3D Color. Und das war's für die erste Garage. Okay, zweite Garage, Eclipse Penthouse Suite 1, second garage, Eclipse Penthouse Suite 1. Machen wir alle Autos zusammen. All the cars here all together. And I'm gonna start with the Pegassi Tesseract. Dann haben wir den Grotti Furia, diesen schönen Gelb, nice yellow greenish Grotti Furia, and another one in a really nice green color,
und noch einen in einer schönen grünen Farbe und F1 Felgen. And another one with Benny's Wheels. Another Grotti Furia. Noch einer in einer sehr schönen 3D-Lackfarbe und Benny's Felgen. And a Bravado Banshee. Schöne mattrot, nice matte red color. Und hier sind, glaube ich, zwei Autos von meinem letzten Dropcast to Friends. Der Rapid Sand King XL. So, this is these are two cars from my last Dropcast to Friends stream. With my special license plate on here, CP1. Thanks to Caracho. Danke nochmal an Caracho, dass er die Autos da hergestellt hat über seinen Safe Wizard. Hier haben wir noch den Enos Huntley S. Und den Dinka Jester. Und den Deluxo. Als letztes den Benefactor Schwarzer. Benefactor Schwarzer, that's really nice color. With the F1 wheels. So you can see a lot of F1 wheels and really nice cars. And that's it for this garage. Dritte Garage, Eclipse Penthouse Suite 2. Third Garage, Eclipse Penthouse Suite 2. Okay, und hier beginnt es mit den besonders Premium-Fahrzeugen auf meinem zweiten Account. Hier nochmal ein großes Lob und Danke an den, der die Farben hergestellt hat, und an den natürlich, der mir diese Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hat. Und da gibt es eine kleine Geschichte hinzu. Ist natürlich Robert Star, der mir die Autos hier zur Verfügung gestellt hat, und da gibt es eine kleine Geschichte zu. Die Farben hier wurden entwickelt, oder die Farbe wurde entwickelt von einem Farbenblinden. Und wie ihr wisst, habt Farbenblinden nur ein gewisses Spektrum an Farben zur Verfügung, die sehen können. Und damit hat er dann dieses besonders schöne 3D Kunstwerk, würde ich schon fast sagen, erstellt an Farbe, was man hier wirklich nicht sieht in GTA 5 Online. Also ich habe sie noch nicht in dem Ausmaß gesehen. Je nachdem das Licht einfällt, seht ihr hier viele Farben auf einmal. Gelb, Violett, Silber, Chrom, Gold. Das ist sehr, sehr schön, die Farben. So, this has a special place in my collection, because it's a premium color. This is a 3D premium color, and there's a story behind it. Robert Star has given me these vehicles. And he told me that the blind person has created this color, and as you know, colorblind people can only see a certain range of colors, and he has created this really unique color spectrum and made a 3D effect on it, on these cars. It was really nice, very rare. I haven't seen this anywhere yet on GTA 5 Online. And when you walk around the cars, and depending on how the lights are outside, you will see a lot of different colors in there. So mainly yellow, gold, purple, silver, chrome. It's really nice, very unique. And I have two full garages with these cars.
Mainly only the best cars that are in this game. Very unique colors, so you will definitely, this is definitely a head turner everywhere you go with these cars. So enjoy these next two garages with only these exclusive colors. And yeah, enjoy. Ja, und wie gesagt, diese Garage ist also sehr Premium. Die zweite auch. Ich habe noch eine Garage davon voll. Und das sind meistens nur die besten Autos in dem Spiel, beziehungsweise sehr ausgefallene Versionen von sehr schönen Fahrzeugmodellen in GTA 5 Online. Und ihr werdet dieses Muster kaum irgendwo sehen in dem Spiel. Also das ist schon wirklich was Besonderes, diese Farbe. Gut, dann gehen wir mal los mit den Autos. Hier haben wir also den Grotti Visione. Die sind alle übrigens komplett ungeklickt. Ja, wenn da jemand drauf Wert legt, jedes dieser Autos ist komplett ungeklickt. Sauber, frisch, außen. Safe Visit. Hier haben wir den Progen Italy GTB Custom. So all of these vehicles are completely unclicked. If that is important to you, that means there are no changes have been or no factory change. It's completely fresh out of Safe Wizard and without any modifications at all. They're completely clean. So hier haben wir den Fista Neon. Den Progen Tyrus. Nochmal ein Grotti Furia. Und hier den Vapid Caracara 4x4, 4x4 Caracara. Und den Übermacht Rebla GTS. GTS. Den Declassed Drift Yosemite. Und den Vapid Hustler. Und als letztes nochmal den Dinka Jester. Okay, and that's it for this garage. Beautiful cars, all for you there for free. Vierte Garage. Eclipse Towers Apartment 3. Fourth Garage, Eclipse Towers Apartment 3. Und hier ist der zweite Set von der 3D-Farbe. And this is the second set of 3D colored cars with the premium 3D color Schematics on it. Und der erste Wagen ist der Benefactor Sterling GT. Oops, I wanted to avoid this. I hate these garages. They're so stupid. Why can't you just enter and exit through the side door where the elevator is? Ich hasse diese Garagen. Ich verstehe nicht, warum man nicht rechts oder links, also rechts, wenn man jetzt reinkommt, durch diese Tür da verschwinden kann. Genauso, also wo man da zum Apartment geht. Warum kann man da nicht rein und rausgehen? Und auch zu den anderen Garagen direkt hin. Keine Ahnung. Okay, First Car. Benefactor Sterling GT. Dann haben wir noch den Imponente Nightshade.
Dann den Bravado Gauntlet Hellfire. Dann wieder einen Schlagen GT. Schlagen GT. Und den Paragon R, Paragon R, one of my favorite cars in this game. Dann haben wir den Vapid Sand King XL, Vapid Beast, awesome. Und den Insurgent Pickup Custom mit der unsichtbaren Flak oben, so dass Insurgent Pickup und die Invisible Flak Gun upstairs up there on the rooftop. Und die Vigilante, die habe ich auch eine als erste selber kreiert mit dem K2K Merch, finde ich sehr cool. That's the Vigilante, which I've created myself with the K2K merch, which is selective. So works. Today is Tuesday, the 23rd of June. Und hier den Grotti X80 Proto, auch einer meiner Lieblingsautos. Sieht einfach nur geil aus. The X80 Proto, which is also one of my favorite cars. It's an awesome looking car. Und die Vapid POT. And that was it for Garage Number 4. Und das war's für die vierte Garage. Garage Nummer 5, Eclipse Towers, Apartment 31. Garage Nummer 5, Eclipse Towers, Apartment 31. Noch alle Autos wieder zusammen, all cars, all together. And we start here with the Vapid Dominator GTX, the Vapid Dominator GTX. And then Pegassi Reaper. And the Ocelot Pariah. Pariah. Dann nochmal ein Schlagen GT. Sehr schön grün. Und einen Pure White Night Shark. Das ist ein Pure White Color Night Shark. Und dann haben wir auch noch einen sehr schönen grün leuchtenden Night Shark hier drüber. And another night shark in this really brilliant green fluorescent color. Dann haben wir noch den Vapid Cleek. Den Secret Gold. Dann haben wir noch einen Pegassi Tesseract mit Bennys Felgen. Pegassi Tesseract, Benny's Wheels und noch einen schönen Gorti X80 Proto in diesem schönen Grün, dem leuchtenden Grün. Very nice bright green color X80 Proto.
Als letzter Wagen in der Garage den Pfister B11, 811, Pfister 811. And it's really unique color. It's really nice. I don't even know what the color name is, what it's called, but it looks really nice. Sehr, sehr schöne Farbe hier, der Pfister. Und das war die Garage Nummer 5. So, last garage here in the Eclipse Tower. It's called Eclipse Towers Apartment 9. Letzte Garage im Eclipse Towers Apartment Nummer 9. So, und hier sind alle sehr ausgefallene, sehr helle Farben, die ich alle mal zusammengestellt habe, damit die alle an meinem Ort sind. Ich finde die Farben super schön, alle sind unterschiedlich und ja, immer ein Hingucker mit solchen Autos, eben GTA 5. And this is one of the garages where I put all these very brilliant colors together, which are really bright and fluorescent and really, really nice, so it's always a looker, if you drive around with these cars. Gut, als erster der Grotti Visione, einen sehr schönen hellen Phosphorgrün. Grotti Visione. Visione. Übermacht SCI, SC1, die Übermacht SC1. Schön hellblau. Another Dinka Jester, fluorescent green. Dinka Jester in diesem super schönen Grün, Phosphor, Wahnsinn. Klasse Farbe, ich finde die alle super, die hier drin sind. And die Overflot Entity XF. Entity XF. Blau. Das ist wie das leuchtet, das ist Wahnsinn, nicht? Ach, hier habe ich vergessen die Sekundärfarbe. Habe ich das? Oder? Ach ne, der war so. Ich glaube, den wollte ich so haben. Dinka Jester. Again with the two-tone color. Really fluorescent green or blue, whatever you prefer. Awesome color. And really fierce. This is as bright as it gets in this game. Und der nächste Wagen ist der Progen T20, der T20. Und dann haben wir noch einen Deluxo hier in dieser brillanten Farbe. Deluxo. Dinka Jester mit diesem fluoreszenten Grün. Dinka Jester, das ist really nice green. Und ein Albany Alpha. Und das, I believe this is this week's crew color. Let's check out my channel. Every week I bring out a new crew color. Ein sehr schönes Blau. Ich glaube, das ist die Woche, diese Woche Crew Color. Crew Color von dieser Woche, meine ich. Und als letztes haben wir hier den, den Easy, Mini Easy Classic. In diesem sehr schönen, wie brillanten Phosphorgrün. And that was it for the Eclipse Tower. Von einer Garage im Eclipse Tower.
Okay, die nächste Garage ist dann die Bürogarage. Wenn ihr das Video jetzt schaut, nachdem es hochgeladen ist, einfach, könnt ihr auch gerne vorspulen. Aber hier nochmal an dieser Stelle danke an alle, die mir auch die Autos zur Verfügung gestellt haben. Ich habe natürlich auch viele da selber gemacht, aber großer Dank, wie ja schon gerade, an Robert Starr, an Dragan, an Oma, an Alon, und Phantom auch, Sascha, und ja, wer hat mir noch Wagen gegeben? I'm just saying thanks to the guys who have given me some of the, or most of the vehicles. I've done some of myself, but of course you get them from somewhere. I don't have Safe Wizard on my PC, but just thanks to those guys giving me those cars for my collection. Gut, dann die nächste Garage. Office Garage Number 1. Die Bürogarage Nummer 1. Level 1A, we have the Grotty Stinger, auch in diesem 3D, in this unique 3D color from the Eclipse Towers. So that's another one of those, just different car model, and the Benny's wheels instead of F1 wheels. Also hier haben wir nochmal das mit F1, nicht mit F1 Felgen, sondern mit Benny's, den Grotty Stinger, auch in dieser 3D Farbe, sehr sehr schön. Und dann haben wir den D-Class Hot Wing Saber. Das ist auch ein 3D-Lack. Rot und noch ein paar Farben da drin. Sehr eigen. Die Ennis Elegy Retro Custom. Dann haben wir den D-Class Nightmare Impaler. Class Nightmare Impala, wie er nennt. Die schönen Reifen hier. Nice looking car. Hey, it's next one is a Pegassi Taurus. Und den Benefactor Dubster. Natürlich könnt ihr die Crew-Logos wegmachen. Genauso wie die Nummernschilder, die sollten änderbar sein. I was just saying that the Crew-Logos, of course you can remove them, as well as you can change the license plate if you wish. Und das war 1A. Was 1A, now we're going to 1B, 1B, und hier haben wir den Progen PR4, PR4, auch in diesem Dreiton 3D-Effekt Rot in der Farbe, und hier haben wir nochmal einen Dinka Jester in dieser sehr schönen Kuhfarbe. Dinka Jester, this really nice blue crew color. It's just an awesome car, I love this car. Dann haben wir den True Fate Z-Typ. Eine sehr schöne Farbe. And the Vapid Dominator GTX.
dann nochmal hier zwei Autos in diesem sehr schönen 3D-Rot-Effekt. Two cars here again with the 3D red color combination. The APC, in Deutsch ist es glaube ich der MTW. Und the Bravado Half-Track, also das Halbkettenfahrzeug. Und nochmal ein MTW mit den Raketen oben drauf. Another APC, the rocket launches up on the roof. This super nice red color and the Rockstar livery, the holiday livery. Und das war 1B. Weiter geht's mit 1C. Next is 1C. Next level is 1C. And here we have the Coil Raiden in this nice 3D color. Mit einem schönen 3D-Lack. Das ist ein super schnelles Auto übrigens. Mit Bennys Felgen, der geht richtig ab. And the True Fate Thrax. Der Thrax. Einen sehr schönen 3D-Toner. Müsste auch alles umgeklickt sein. Und den Debauchy JB700W. Den Debauchy JB700W. Mit einer schönen Farbe. Und einen Pfister 811. Und auch einen sehr schönen 3D-Lack. Another one of these 3D-colored Pfister 811. Really nice car. Und dann haben wir noch den Bravado Gauntlet Hellfire in diesem schönen Kombinationsfarben, Secret Gold und Rot. It's also very nice, Bravado Hellfire, the Secret Gold and Red combination. And the F1 wheels already are all, of course, really nice. And the Progen T20, very popular car. I think it's one of the most popular cars in the entire game. Hier haben wir nochmal den Progen T20. Und zu allerletzt noch den Albany Roosevelt. In dieser sehr schönen blauen Farbe. Very nice blue color hier. Roosevelt. Albany Roosevelt. Und das war's für die erste Bürogarage. That's it for the first office garage. Like I said, in the future there will be office garage number 2 and 3 will follow. Once I have populated them with really nice new cars. That's it for the office garage. Das war's jetzt erstmal für die Bürogarage. Wie ich ja gesagt habe, folgen weitere Videos, wenn die Office Garage 2 und 3 befüllt sind mit sehr schönen neuen Autos. Einfach weiter meinen Kanal im Auge behalten. Dann kommen dann noch mehr Garagenvideos in der Zukunft. Und die nächste Garage, wo wir jetzt hinfliegen, ist der Nachtclub. Und da habe ich bis jetzt eine Garage voll. Dann haben wir jetzt schon 5 Garagen im Eclipse Tower und die 6. Garage war dann die Bürogarage. Das sind dann also insgesamt schon 70 Fahrzeuge jetzt gewesen, die ihr gesehen habt. 20 fürs Büro und 50 in Eclipse Tower. So what you've seen already is 70 cars, so 20 cars in the office garage and 50 cars in the Eclipse Tower. And I have one garage in the nightclub where we're going to now. And after that we only have a few cars in my
casino penthouse and 3 motorcycles, and that is it for today. Ja, und hiernach, nach dem Nachtclub, wie habe ich gesagt, habe ich nur eine Garage erstmal voll. Da kommen die anderen auch noch in Zukunft. Danach habe ich noch ein paar Autos im Casino Penthouse und als letztes dann in dem Motorradclub 3 Motorräder und der Rest folgt dann später. Nachtclub, Basement Level 2, also Nachtclub B2, Nightclub, Basement Level 2. Gut, dann legen wir los. Grotti Vision, Grotti X80 Proto. Grotti X80 Proto in this really nice neon color. Dann den Galavanter Baller LE Armored. Den Baller LE mit der Panzerung, auch in dieser sehr schönen Neonfarbe. Und den F1 Felgen. Super Auto. Dann haben wir nochmal ein Fista Neon. Und das ist sehr schön blau hier. Really nice blue color hier, Fista Neon. This one is free this week in GTA 5 Online. The BF Raptor. And I merged this one with an F1 car. Und der Wagen hier ist, glaube ich, umsonst diese Woche im Shop. GTA 5 Online, den BF Raptor, und den habe ich mit dem Rennwagen gemerged, mit den F1 Felgen. Dann haben wir nochmal hier einen Progen T20 in den Progen C20 in diesem Pure White. Progen T20 in Pure White. Das ist Pure White, das Color Score Pure White. Und nochmal ein Insurgent Pickup Custom mit Bennys Felgen, dem unsichtbaren Flak und dem Weihnachtsmuster und Bennys Felgen. Und another Insurgent Pickup Custom mit Invisible Flag on top und die Holiday Livers und Bennys Wheels. Und noch was Besonderes hier, den Party Bus. That's the Party Bus, that is not available. Usually it's the Pegasus car or... Really nice red color. Sehr schön rot hier. Dann haben wir noch einen Border LE, auch mit der Panzerung nochmal in Pure White. So we have another Border in here. The LE armored with... in Pure White. Also looking very nice. Und haben wir noch einen Furia mit dieser sehr schönen Neonfarbe und den F1 Felgen. Another really nice grotty Furia with this neon color and F1 wheels. And last but not least, a Bravado Banshee 900R in this super cool red color and the F1 wheels. Und zu guter Letzt haben wir noch den Bravado Banshee 900 in diesem sehr schönen Rot. Ja, und das war's für B2 im Nachtclub. That's it for the Garage B2, Basement Level 2 und the Nightclub. And now we're just going to the Casino. You can skip forward now if you want. Und jetzt geht's ab zum Casino, zur Penthouse Garage. Und ihr könnt jetzt gerne vorspulen, wenn ihr wollt. Nach dem Casino habe ich nur noch den Motorradclub, da 3 Motorräder und das war's für heute. Es kommen also noch mehr. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte voll hier in diesem
diesem Account. Also in dem ersten Charakter. Ich kann ja dann zur Not noch einen zweiten Charakter anlegen hier. Und dann nochmal 200 Garagenplätze befüllen. Flugzeuge und Hubschrauber kommen auch noch in Zukunft. Da habe ich noch keinen im Hangar. Das kommt aber auch noch. Ich wollte uns erstmal nur Fahrzeuge, also Autos und Motorräder. So, I was just saying that in the future, this is only half of what he can put in garages here in this account. And if I wanted to, I can add another character. This is my first character in my second account. I could add another character, so second character for my second account, and I could get another 200 vehicles. And I also said that there are in my hangar at the moment. I don't have anything yet, but in the future there will be modded vehicles, so modded planes and helicopters. But today it's just cars and motorcycles. So stay tuned on my channel for more garage videos in the future. So, die Penthouse Garage, Penthouse Garage. Und hier drin habe ich nur in Anführungsstrichen 5 Dunes in verschiedenen Farben. Und hier drin steht auch die Oppressor, die ihr draußen seht. Die ist also auch hier im Moment in der Garage drin. So in this garage I have only 5 dunes in different colors. There will be more dunes coming in here as soon as I get them. But for now I have 5 dunes. And also the Oppressor MK2 that you saw earlier is living in this garage. There will be more dunes coming soon. Also es kommen noch mehr Dunes hier. Ich wollte die ganze Garage hier voller Dunes machen. Das sind erstmal schon mal die ersten 5. So, der erste Dune hier ist in lila mit Benny's Felgen. So, this one, the first one is purple and the Benny's wheels. Second one is pure white. Benny's Wheels, hier wieder Pure White mit Benny's Felgen. Dann haben wir nochmal einen Secret Gold mit F1 Secret Gold Felgen. Und dann haben wir nochmal einen sehr schönen roten, leuchtenden, nice red one, brilliant red one mit F1 Wheels. And another one, my stomach is growling. And another one with Benny's wheels and this purple color. Und das waren die 5 Dunes. In der Penthouse Garage. Und wie gesagt, der Oppressor MK2, den ihr gerade seht oder den ihr jetzt gleich wieder sehen werdet, den goldenen mit dem Coin Design, der lebt auch hier in der Penthouse Garage. Okay, and that's it for the Penthouse Garage. Last stop, the Motorcycle Club House. Again, you can fast forward if you want to. To the last garage, and this is the MK2 that I was talking about. This one also lives here in the penthouse garage. Das hier ist nochmal die MK2 in diesem Secret Gold und Coin Muster, die auch in der Penthouse Garage zu finden ist. Again, if you're new, all you have to do is subscribe and hit the bell button. Very important, hit the bell button, because then you will get the notification when there's either new videos coming out on my channel, and also you'll get a notification for the next reservation video for my next Give Car to Friends stream, because we're doing this always with reserving new seats, so everybody gets 20 minutes, and in those 20 minutes you can get 4 to 6 cars if you're quick.
Everybody gets 20 minutes. And that system works best for everyone so far. Also wie gesagt, wenn ihr neu seid, einfach abonnieren, Glöckchen drücken nicht vergessen, weil das ist sehr wichtig, dann kriegt ihr einmal Benachrichtigungen, wenn was Neues auf meinem Kanal rauskommt, aber ganz besonders, wenn das Reservierungsvideo rauskommt für meinen nächsten Give Card to Friends Stream. Wir machen das hier auf meinem Kanal nur mit Reservierung und Liste. Jeder kriegt 20 Minuten Zeit und in den 20 Minuten kann sich jeder 4 Minimum bis zu 6 Autos ziehen. Letzte Garage, Motorcycle Club. Letzte Garage, Motorrad Club Garage. Und hier habe ich wie gesagt nur 3 Motorräder drin, aber die sind sehr schön. So, these are my only 3 bikes so far. The Nagasaki Blazer Lifeguard in this 3D color from the Eclipse Towers. So, das ist dieselbe 3D Farbe von diese Blindenfarbe, wie ich es ja nennen kann, vielleicht vom Eclipse Tower. And the Nagasaki Shotaro in this really bright yellow. I have to get on it to show you. Und hier die Shotaro mit diesem super hellen Grün. Und die Future Shock, das Future Shock Death Bike. Future Shock Death Bike, which is also a really nice motorcycle. Und das war's. And that's it for today. So I hope you enjoyed the Grand Garage Tour number 13. These vehicles are all available immediately in my next Give Car to Friends streams. And yeah, like I said, if you like the stream, don't forget to leave a like and or subscribe or leave a comment. And if you subscribe, don't forget to hit that little bell button, because then you'll get notified of anything new happening on my channel. So keep an eye on my channel for the latest developments, and there will also be other games streamed on my channel, depending on what you like. I think there's something for everyone. And thanks for watching. I'll see you next time in GTA 5 Online. Stay safe, stay healthy, and see you soon. Ja, und das war's für die Garagentour Nummer 13. Wie gesagt, wenn ihr neu seid, lasst einfach ein Abo da. Wenn ihr das Abo da lässt, dann einfach das Glöckchen drücken, nicht vergessen, weil dann kriegt ihr die Benachrichtigung, wenn was Neues auf meinem Kanal rauskommt, wenn neuer Leave Card to Friends kommt, neue Glitche kommen oder irgendwelche neuen Sachen passieren auf GTA 5 Online. Und aber nicht nur für GTA 5 Online, sondern da sind auch noch viele andere Spiele drauf auf meinem Kanal. Da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Schaut einfach mal rein. Und wie gesagt, wenn euch das Abo, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Und danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt cool. Und ja, bleibt gesund. Ciao, ciao.